Mathilde Dereux ist eine 1880 geborene Schauspielerin. Geboren ist sie unter dem schönen Namen Ottilie Godefroy. Sie musste, als sie sich entschieden hat, Schauspielerin zu werden, aus Gründen der familiären Kontenance einen neuen Namen annehmen, Tiller, und den Namen, ledigen Namen ihrer Großmutter, väterlicherseits Godefroy. Sie hat das dann zusammengezogen zu Dereux. Die Mutter quittiert diesen Wunsch der kleinen Tiller, Schauspielerin zu werden, mit einer schallenden Ohrfeige, weil der Beruf der Schauspielerin in dieser Zeit einfach auch eigentlich nichts für eine gut bürgerliche Tochter ist. Sie setzt sich dann durch, hat da eigentlich relativ bald Erfolg, sodass sie dann die ersten Engagements bekommt. Sie lernt bei ihrem zweiten Engagement Eugen Spiro kennen, einen jungen, aufstrebenden Künstler. Die beiden sind sehr ehrgeizig und lebenshungrig und es zieht sie beide nach Berlin. Und sie gehen auch relativ gleichzeitig nach Berlin, heiraten dort dann auch. Und Eugen Spiro ist der Erste, der sie auch malt. Mit der Partnerschaft von Paul Kassierer, dem wichtigsten Kunsthändler der deutschen Moderne, kann man eigentlich sagen, dass sie mittendrin im Geschehen ist. Zum einen unter bildenden Künstlern wie Kokoschka, wie Max Lehvogt, wie Max Liebermann. Also all die Größen, die in dieser Zeit auch in Berlin gelebt haben. Alles Menschen, Künstler, Künstlerinnen, die sie gemalt haben. Sie gilt in ihrer Zeit als die am meisten porträtierte Person ihrer Epoche. Und in sämtlichen medialen Ausformungen kann man eigentlich an ihrem Konterfei sehen, wie sich das Porträt der Moderne entwickelt. Der Zeit geschuldet sind es natürlich sehr viele Bilder und Bildnisse, die von Männern geschaffen wurden. Was ich aber sehr spannend finde, ist es eigentlich, dass man sie als Privatperson eigentlich nie sieht. Sie ist ja auch jemand gewesen, die das Fach der Schauspielerei, den Beruf der Schauspielerin extrem vorangebracht hat. Es gibt nur ein Bild von Eugen Spiro, wo das bricht. Das ist ein sehr frühes Porträt von ihr von 1905, das sehr selten zu sehen ist. Und hier erleben wir die private Ottilie, möchte ich mal sagen, in dem wunderbaren Porträt Dame mit Hund. Was für mich natürlich auch nochmal sehr interessant und sehr spannend war, war einfach auch zu erfahren, wie politisch engagiert Tiller Dereux war. Ab 1915 geht sie auf Arbeitermatineen mit dem Pianisten Leo Kerstenberg und interpretiert deutsche Texte, Gedichte und kommt da natürlich auch mit einer ganz anderen Schicht in Kontakt. Sie lernt beispielsweise Rosa Luxemburg kennen, die sie sehr bewundert auch für ihr Engagement und die sie dann auch über 2 Jahre lang finanziell unterstützt. In der Ausstellung befindet sich eine künstlerische Intervention, für die die Künstlerin und Kunstvermittlerin Alice Escher eingeladen wurde. Es befinden sich Fragen auf bunten und auffällige Schilder an den Wänden. Diese Fragen sollen anregen, einen direkten Bezug zum Alltag der Besucherin herzustellen und die Wahrnehmung auf den zahlreichen Abbildungen von Tiller Dereux kritisch zu hinterfragen. Wie schauen wir heute auf sie und warum? Welche Machtverhältnisse verbergen diese Abbildungen? Das Projekt suggerierte eine zeitgenössische Lesart aus feministischer Sicht und lädt ein, zweimal hinzugucken. Unter dem Hashtag Dereux jetzt können die BesucherInnen Meinungen und Reaktionen und Gedanken in sozialen Medien mitteilen.